Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Neuzugänge von April bis Juli. Ich hoffe, das sind nicht so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich weiß, dass ich im August jetzt ein bisschen was gekauft habe, weil ich nehme ein Rebuy-Unpacking mit in August mit und nicht in jetzt, weil es sind so viel in diesen Monaten sein wird, und im August habe ich dann fast gar nichts und so, und deswegen habe ich es jetzt aufgeteilt. Und ja, in meinem Vlog habt ihr ja vielleicht gesehen, dass es schon früher erschienen ist. Als erstes habe ich hier von Kylie Scott Something Pure. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Reihe sein wird. Oder Alice hat so ihre Zweifel an der wahren Liebe. Schließlich trifft sie bei ihrem Job in einer Bar nicht gerade die Vorzeigeexemplare der männlichen Spezies, bis Beck auftaucht. Vom ersten Moment an ist da dieses warme Funkeln und Prickeln zwischen ihnen. Doch als Beck Vater überraschend stirbt, erfährt Alice, dass der unwiderstehliche Hilfskellner einer milliardenschweren Unternehmensfamilie stammt. Als Beck sie bittet, ihm zur Seite zu stehen, kündigt Alice kurz entschlossen ihren ungeliebten Job und folgt ihm nach Denver. Dort findet sie sich an einer neuen Welt wieder, in der Schein mehr als wert ist. Ach so, in der der Schein, also der Geldschein, mehr wert ist als sein. Alice und Beck müssen nun jeden Tag darum kämpfen, ihre Liebe nicht von Intrigen, Geld und Macht zerstören zu lassen. Boah, das klingt ja wirklich geil. Ich muss sagen, ich mag auch Kylie Scotts Schreibart. Ich habe auch fast jetzt ihre. Okay, also das ist jetzt eine ihre, also keine Reihe, sondern ein Einzelband so. Perfect Mistake habe ich zum Beispiel gelesen, Repeat This Love, Sweet Little Lies habe ich gelesen. Dann hat sie noch die Stage Dive Reihe von Kein Rockstar für eine Nacht, Wer will schon Rockstar? Rockstar bleiben nicht für immer und Rockstars küsst man nicht. Und die Dive Bar Reihe Crazy Sexy Love, das habe ich auch schon gelesen. Dann hat sie Dirty Sexy Love und Naughty Sexy Love. Ja. Finde ich cool, muss ich mal wirklich bald zeitnah lesen. Hab nicht mehr so viele Lux-Bücher, die ich noch, also Broschüren, die ich noch nicht gelesen habe. Hatte ich anscheinend bei Mediamobs oder Rebuy bestellt. Und zwar habe ich Influence bestellt, Fehler im System. Stelle vor, die digitale Welt ist auf einmal offline. Infrastrukturen, Kommunikationswege brechen zusammen. Gesetze trennen. Treten außer Kraft. Sinnlose Gewalt bricht aus. Es herrscht Chaos. Ausgerechnet an dem Tag, als Amir durch einen Datenleak den größten Skandal der Geschichte des Internets lancieren wollte, kommt es zu einem globalen Cybercrash. Ist das ein Unfall oder ein gezielter Angriff? Und wer steckt dahinter? Ein brisanter, brandaktueller Near Future Thriller. So heißt es also. Ja, wollte ich schon le lange lesen, ehrlich gesagt, und jetzt habe ich es zu Hause. Bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Dann habe ich ein Cruella die Teufelin, und ich sammle alle Bücher von Disney, und es ist ja Carlsen, und da haben wir auch ihre hässliche Fratze und die schöne, und mir fehlen jetzt noch ein paar von denen, aber so nach und nach kaufe ich sie mir auch ein, und habe leider noch kein einziges gelesen, aber es ist mir eigentlich egal, weil ich finde die so schön, und sie sind halt so, wie soll ich sagen, zeitlich halt immer gut. Also man kann, also diese Bücher gibt es ja theoretisch ja voll lange, oder diese, die 100 Dalmatiner Serie, nee, Filmserie, sage ich jetzt mal, die gibt es ja schon Ewigkeiten, und ich habe als Kind sie so geliebt, und ja, ich wollte euch jetzt noch die letzte Seite zeigen. Wie ihr seht, sind hier halt alle Bücher von denen bis jetzt. Es gibt bei den Willains, und das ist ein Willain, gibt es die Schöne und das Biest. Also,
die Schöne im ganzen Land, das Biest in ihm, die Einsame im Meer, das Geheimnis der dunklen Fee, das verzauberte Haar, das Geheimnis der Schwestern und der Crucella Teufelin. Und dann steht nur noch da, Achtung, weitere Bände folgen. Das ist doch so toll, wenn man das kriegt, gehört bekommt. Dann gibt es die Twisted Tales Reihe. Und da gibt es Spieglein, Spieglein, dunkler Schatten, Elsas Suche, die Schöne und ihr Geheimnis. Und auch da steht, weitere Bände folgen. Aber eins wollte ich euch jetzt noch zeigen. Und zwar habe ich mir das auf mein Handy aufgeschrieben. Und das werde ich mir dann auch wahrscheinlich bald bestellen. Und zwar gibt es ja jetzt die im Kino. Ja, im Kino gab es darin Bände schon viele vorbestellt, aber die erzähle ich dann euch, wenn ich das Buch dann halt habe. So, was ich euch jetzt wirklich, also zeigen wollte, war ja von der Adaption selber, glaube ich, so heißt es so, kann man das so nennen? Ich glaube, man kann es so betiteln, wie auch immer. Wo ist das? Ja, also es kommt der achte Band, das Herz zu kalt, und dann gibt es das große goldene Buch der Villains. Das kommt raus am 29. November. Kostet 25 Euro und ich frage mich, was da alles dabei ist. Der Roman zum Film. Und ich glaube, das werde ich mir auch holen, weil ich finde das halt einfach so schön und einfach mal cool dazustehen zu haben. Ja, aber egal. Die Cinderella Story, den achten Band, den ich vorhin erzählt habe, den habe ich schon gekauft am 8. Juni. Kann ich mich gar nicht erinnern. Also so mache ich meine Vorbestellung. Ich sehe so, aha, okay, da kommt jetzt das und das raus. Also muss ich jetzt, also nicht wirklich schnell sein, aber einfach schon mal was dafür machen. Ja, also dann haben wir hier von Brittany C. Sherry gegen den bittersten Sturm. Das Buch habe ich schon gelesen im August und fand, oder was, im Juli? Ne, ich glaube, das war im August, genau. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Also auf einer Halloween-Party begegnen sich unsere zwei Protagonisten, und aber nur für diesen einen Tag. Und dann sehen die sich, glaube ich, für 3 oder 2 Jahre nicht mehr und begegnen sich auf einer Party. Und die Protagonistin ist schon verlobt, und ja, der Bräutigam ist der neue Partner von Connor. Und Connor denkt sich nur, warum, wie kann sie diesen Typen heiraten? Der betrügt sie doch nur, der ist doch voll schlecht und so weiter und so fort. Und es passiert auch, dass die Braut an ihren Hochzeitstag fallen gelassen wird, und Connor dann da ist, um sie zu trösten. Und dann kommen die sich halt näher, und Connor musste in seiner Vergangenheit sehr viel Angst haben um seine Mutter, denn die hatte einen Krebs gehabt. Und wer auch damit nicht klarkommt, über sowas zu lesen, denn Brittany C. Sherry schreibt nur fast über Krankheiten und schlimme Dinge, die einem Menschen passieren. Deswegen gibt es auch immer eine Triggerwarnung bei ihr. Und ich werde sie euch das jetzt durchlesen, weil ich es wichtig finde, dass man darüber Bescheid weiß, bevor man ein Buch liest und es dann komplett wegschmeißen muss oder so. Also, diese sind Krebs, tödliche Krankheiten, Gewalt gegen Frauen, toxische Beziehung, Herzinfluenz, Herztransplantation, Adoption und die Suche nach leiblichen Eltern. Wer damit nicht klarkommt, bitte überlegt euch wirklich das ganz gut, ob ihr das Buch lesen wollt oder nicht. Und ja, ich fand es halt grandios, und ich liebe einfach ihre Reihe. Hier sieht man auch noch die komplette, also es sind 4,
Und jeder Band ist für sich abgeschlossen. Über die dunkelste See bis zum hellsten Morgen. Ich weiß nicht, wann jetzt die anderen beiden erscheinen werden, aber ich werde es dann später mal rausfinden. Buch, was ich glaube noch im April gekauft habe, ist Vortex. Den dritten Band, glaube ich, müsste das jetzt sein, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall der Buchschnitt und so. Ich wollte auch mal eine neue Reihe machen, wo ich nur Bücher mit buntem Buchschnitt euch zeige. Und das hatte ich eigentlich zeitnah jetzt mal eingeplant. Ich hoffe, ich kann es mal umsetzen. Ich kann das halt nicht in einem Part alles machen. Ich mache dann halt immer so 5 bis 10 Bücher. Mal schauen. Ich glaube, 5 ist eher besser, weil es kurze Videos sein werden und dann halt auch Näheres erklärt dazu. Ja, also zu Vortex kann ich euch leider absolut nichts sagen, aber ich habe mir schon in der Online meinen Vermerk gemerkt, dass ich mir den ersten Band ausleihen will. Genau. Und deswegen, ich kann euch jetzt den Klappentext nicht durchlesen, weil das ist auf jeden Fall nicht der erste Band. Er ist auch noch so drauf reingefallen, dachte sich, oh geil, neuer Stephen King, und dann kommt da so ein Ding raus und das kostet 25 Euro, glaube ich, waren das. Nee, 22. Ich fange nicht gerne mit einer Rechtfertigung an, aber ich glaube, das tun zu müssen. Es geht um ein bestimmtes Wort, das ich ständig verwende. Es lautet später. Ich weiß, dass es monoton klingt, aber ich habe keine andere Wahl. Es gibt immer ein später. Ja, ich kann tote Leute sehen und das Ganze hier ist wohl eine Horrorstory. Yay! Es ist ein Kurzbüchlein. Ich glaube, 200, knapp 300 Seiten. Ja, 300, 5 Seiten sind es. Ja, und meins hat bei dem Transport nicht ganz überlebt. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Voll schade. Aber ich werde es wahrscheinlich mal im Oktober lesen oder so, weil da kann man Horrorbücher eher lesen. Und es kommt schon ein neues Buch von ihm raus und ich komme schon gar nicht hinterher. Aber die neuesten Bücher habe ich jetzt alle gelesen. Was ich euch noch so sagen wollte, es gibt auf Sky, ich bin kein Sky-Fan, aber egal, gibt es nämlich die Reihe von Stephen King, die wurde nämlich als Serie verfilmt, wo es um The Outsider, ja, boah, Gott sei Dank, habe ich es jetzt noch im Kopf gekriegt, The Outsider, und ich bin schon bei vierte Folge und die ist so gut, Leute, wirklich so gut. Ich würde, wenn ich sie beendet habe, werde ich dann mal eine Versus-Version machen, um zu sagen, ob der Film oder ob die Serie wirklich nach dem Buch ist oder nicht. Und ja, also ich freue mich sehr darauf, wenn ich sie beendet habe. Dann habe ich hier eine weitere Twisted-Reihe. Das ist ja die andere. Die Schöne und ihr Geheimnis, die Twisted Tale, genau. Liz Broseley. Oh, ich glaube, hier geht es um die Schöne und das, nee, Bellas Mutter, das Biest verflucht hätte. Ah, was wäre, wenn Bells Mutter das Biest verflucht hätte? Als Belle im Schloss des Biestes die verzauberte Rose berührt, löst das eine Flut unbekannter Erinnerungen in ihr aus. Erinnerungen an ihre Mutter, die Belle nie wiedersehen geglaubt hatte. Und zu diesem Schock gesellt sich noch ein weiteres Detail. Denn Belle erfährt, dass niemand anderes als ihre Mutter das Schloss und all seine Bewohner verzaubert hat. Um den Zauber zu lösen, muss sie zusammen mit dem Biest ein dunkles Geheimnis entwirren, in dem das beide Familien verstrickt sind. Klingt sehr, sehr, sehr spannend. Das Buch ist auch ziemlich dick geschrieben. Dementsprechend glaube ich, dass man das auch schnell, obwohl es sehr dick aussieht, schnell durchlesen kann. Ich glaube, bald setze ich mich an alle Reihen an. Also hier steht auch nicht mehr. Das ist der vierte Band, den ich jetzt habe. Und momentan weiß man noch nicht, wann das nächste rauskommt. Achso, ja, zu meiner Bestellung kam auch noch dazu, Dreh dich nicht um von Karen Slaughter. Ich bin mir nicht sicher, welcher Band das ist jetzt von ihr. Ich glaube, das müsste der dritte sein, weil ich das ja unbedingt nach der Reihe haben wollte. Ja, von ihr, von Karen Slaughter, habe ich schon ein bisschen was gelesen. Die Belladonna-Reihe, ich nenne sie jetzt Belladonna, wie heißt die?
Auf jeden Fall ist sie Kinderärztin und Anthropologin, nee, doch Rechtsmedizinerin, so genau. Sarah Linton, so heißt sie. Das ist ihr, ich hoffe, drei Tote. Egal, auf jeden Fall glaube ich, dass es der dritte Band ist, weil ich habe damals bei Rebirth, glaube ich, kurz bestellt und das waren drei, vier Bücher und das habe ich mitbestellt, was es da gab. Und ja, was soll ich sagen? Karen Slaughter und der Polizeichef Jeffrey Tolton, das ist ihr Ex-Mann gewesen und er kämpft halt momentan noch immer um ihre Liebe. Ja, im Lesemonat habe ich ausführlicher über sie geredet. Dann habe ich hier den dritten Band Elsas Suche und da geht es um, ja, Elsa, wie auch da steht. Was wäre, wenn Elsa und Anna sich nie kennengelernt hätten? Nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern muss Prinzessin Elsa sich schneller in ihre Rolle als Königin Ardelle fügen als gedacht. Und auf magische Weise gehen damit lang verschüttete Erinnerungen einher. Erinnerungen an ihr bekannt erscheinendes Mädchen. Wer ist dieses Mädchen, das ihr so schmerzhaft und innig vertraut vorkommt? Elsa macht sich auf die Suche nach ihr und beginnt eine gefährliche Reise, um einen schrecklichen Fluch zu lösen. Wird Elsa herausfinden, was ihr seit Jahren fehlte? Auch sehr, 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 sehr spannend. Ja, steht hier was da? Kann ja gar nicht sein. Im vierten Band ist schnell, steht dann. Ja, steht nichts. Da ist da. Ja, ich bin gespannt. Muss mich da auch mal. Es ist so ein Monat, wenn ich nicht nach Büchern mich umschaue und so, dann merke ich so, oh mein Gott, ich habe so viel verpasst. Das Buch und den vierten Band hätte ich jetzt zum Beispiel fast verpennt. Den und den, weil ich einfach ich mir gedacht habe, das waren jetzt alle. Ja, und jetzt waren das doch nicht alle. Das letzte Büchlein für heute, also für dieses Video, nicht für heute, ist Der Fund. Dann habe ich auch mitbestellt bei Medibobs oder Rebuy. Ich glaube, das war Rebuy, ich bin mir nicht sicher. Ein Buch von österreichischen Superstar des Thrillers. Und ich möchte den Autor mal echt gerne kennenlernen, weil in Österreich hätte ich ja mehr Chancen. Ruhig bleiben, du bist bald in Sicherheit. Du schaffst das, alles wird gut. Das steht auch alles da. Der Buchschnitt ist wieder toll und ja. Sebastian Fitzek schreibt: Keiner wie Bernhard Eichner. Ganz toll. Unverwechselbar. Ja. Ich bin sehr gespannt. Er schreibt anscheinend ziemlich. Man kann es lieben, man kann es aber auch hassen. So wurde mir mitgeteilt. Und ich habe einen ganz kurzen Mini-Roman von ihm gehört. Das fand ich so gut. Ich habe mich in seinen Schreibstil verliebt. Und deswegen. Ich müsste mal seine Thriller-Reihe anfangen. Die habe ich fast jetzt alle da. Ja, ich hoffe, dass ich Zeit haben werde dafür. Genau, das war's mit meinen Neuzugängen. Ist nicht mehr so viel. Endlich habe ich Platz auf meinem Beistelltischchen. Der ist eigentlich dazu da. Neuzugänge oben, Lesemonat unten. Und ja, jetzt ist es leer, Gott sei Dank. Alles abgedreht und im August geht schon weiter. Wir haben jetzt schon heute den. Um up to date zu sein. Heute ist der 11. August und ja, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Da fällt schon was runter. Eine kurze Frage, wie immer am Schluss: Habt ihr eines dieser Bücher gelesen? Wenn ja, lasst es mich doch gerne wissen. Habt ihr vielleicht Lust, mit mir ein Buch zusammen zu lesen? Vielleicht mal eine, ja, wie soll ich sagen, dadurch mache ich, dass mein Buchclub schon wieder Wasser ist, habe ich mir gedacht, jetzt, ja, dann vielleicht auch mal online komplett. Ja. Also, wenn ihr Lust habt auf einen Buchclub, schreibt's mir. Ich freue mich sehr darüber, freuen, genau. So, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!